Fortschreitender Lähmung bleibt nur noch die Kommunikation über das Bewegen der Augenlider. 1925 schickte Rosenzweig, er war bereits sehr krank, Buba ein Gedicht, in dem er darum bittet, ihn duzen zu dürfen. Und Buba antwortete, ja, nach 8 Jahren sind wir bereit. Darauf schrieb Rosenzweig wieder in Gedichtform, ja, wir werden ab jetzt einander du sagen, aber in meinem Herzen werde ich weiter sie sagen. Sie. Das zeigt, welche Wertigkeit das Du für Buba, Rosenzweig und ihre Generation hatte. Das ist sozusagen die verwirklichte duadische Dyade des anbetenden Respektes und ein wenig anders als die mythische Erzählung von Sartre und Beauvoir, die sich ihr Leben lang gesiezt hätten, um nicht den respektiblen Abstand voneinander zu verlieren, angeblicherweise.